MyVelo, 11. März 2023. Sonnenschein haben wir schon. Ich zeig's mal. Blauer Himmel. Es ist ein Tag, wo es mal nicht geregnet hat jetzt. Der Frühling ist noch nicht so richtig angekommen. Aber wir wollen euch mal die neuesten Modelle zeigen, die speziell für den Campingbereich extrem gefragt sind. Wer bist du? Ich bin der Vincent. Hallo Vincent. Ja, wir sind in Südbaden, das Ganze in Oberkirch. Die Postleitzahl bei euch? 3x7-04. Ja, mal was ganz Besonderes. Hier vorne ist es in Weiß. Ich grüße dich erstmal, Vincent. Und ich begrüße den... Fabian. Hallo Fabian, du hast das Weiße geholt. Das Besondere hier bei dem Fahrrad ist, da können Leute draufsteigen mit einer Körpergröße von bis zu 2,45 Meter. Es geht wirklich, der Sattel geht so hoch. Es ist ganz krass. Das kannst du wirklich sehen, also der hier mit drauf ist. Denn der Akku ist im Sattel drin. Ganz genau. Also der Akku ist in der Sattelstütze integriert. Wir haben hier 504 Wattstunden reingepackt in das kleine Fahrrad. Und dementsprechend ist bis 1,95 Meter wirklich ohne Probleme zu fahren. Ja, ich habe es nämlich mal rausgeschoben in einem Test und war dann ganz verwundert, wie groß das Ganze ist. Das ist ein Faltrad, oder? Ganz genau. Richtig süßes Faltrad. Lässt sich aber eigentlich fahren durch verstellbaren Sattel und Lenker wie ein normales Fahrrad. So, wenn du mal gerade so lieb bist und mir das Berlin mal kurz holst, weil die Qual der Wahl ist ja immer so Zürich oder Berlin. Das sind ja so die Sachen. Was spricht fürs Zürich und was fürs Berlin? Das Zürich einfach ein bisschen minimalistischer, so auch im Design. So, ich habe dort auch keine Federgabel, ich habe auch keine gefederte Sattelstütze. So, weil wir auch den Akku da direkt in der Sattelstütze verbaut haben und das Berlin einfach nochmal einen Tick mehr auf Komfort und Einstieg, klar. So, was haben wir verlost letztes Mal bei uns? Zürich oder Berlin? Zürich war es. Zürich haben wir verlost. Okay, super. Also ich tendiere ja fast zum Berlin, muss ich sagen. Also es ist mit dem Intube-Akku und allem drum und dran. Und dann gibt es Leute, die sagen, nee, ich tendiere aber zum Zürich. Denn das Design hier, wenn du auffallen willst, also extrem auffallen willst, dann nimmst du auf jeden Fall das Zürich. Und viele sagen, das Minimalistische mit den klaren Kanten und Formen. Aber die Qual der Wahl, technisch sind die sehr ähnlich, oder? Im Grunde sind sie gleich technisch. Also wir verbauen den gleichen Motor. Auch hier beim Zürich den Buffang-Controller, das Buffang-Display, so, also auch da das Komplettsystem, deshalb funktioniert es auch wunderbar. Und ja, ich habe auch meine Schwierigkeiten. Zürich versus Berlin. Zürich ist ein bisschen, ich sage jetzt einfach mal, noch mal ein bisschen filigraner, auch so vom Design her. Aber ansonsten haben wir bei beiden 504 Wattstunden. So, das ist ein richtig großer Akku. Da kommst du zwischen 50 und 120 Kilometer. Hängt natürlich auch immer von Gewicht, von Topografie und Unterstützungsstufe ab. Ist da alles möglich. Ja, das Zürich wirklich ein Hingucker. Also wenn du damit zum Bäcker fährst, dann hast du auf jeden Fall die Blicke auf dir. Das Schwarze oder das Weiße, was sind denn so die meistverkauften? Weiß oder Schwarz? Weiß. Weiß. Warum? Ich weiß ich nicht. Spannende Frage. Ich finde das Schwarz auch richtig scharf, ja. Ist mattschwarz, gell? Mattschwarz, ja. Wie ist die Lackqualität? Ist gut? Die ist super, klar. Die ist wirklich gut. Also hast du keine Angst, dass es rostet, wenn der Lack mal abgeht? Nö, ist Alu. Das war ein Scherz. Der Lack geht nicht ab. Genau. Das Gewicht vom Fahrrad? Das Gewicht vom Zürich ist bei 21 Kilo. 21 Kilo, so. Den Akku kann man auch rausnehmen. Unten ist ein Schnellverschluss, da kann man den trennen, also vom Motor. Ich kenne das ja mittlerweile schon. Fangen wir mal an bei kleinen Details. 20 Zoll Laufradgröße. Das hat natürlich riesen Vorteile. Das Packmaß, alles wird sehr klein, es ist sehr wendig. Ist total handlich, auch hier wieder passend in unsere Tragetasche, wo man vorhin mal beim Berlin-Video gesehen habt. Könnt ihr auch gerne da kurz reinschauen, wenn ihr es sehen wollt. Und dann stecke ich das da auch in die Tasche rein und bekomme es in jeden Pkw hinten rein. Ich kann es auch wunderbar im Zug mitnehmen oder halt auch einfach im Camper. So, eure Reifen haben schon direkt Pannenschutz. Ihr habt immer Licht dabei, vorne und hinten. Das ist immer fest angeschlossen an den Akku, das Licht. Das Licht ist immer fest installiert. So, geht immer direkt über das Akkusystem. Ich habe kein Dynamo, wo noch kaputt gehen kann zwischendurch. So, ist auch sehr, sehr hell. Genau. Kriege ich das nach, das Licht, wenn ich mir das mal kaputt mache? Nur bei MyVelo. Nee, Spaß. Also da passt natürlich mal in der Theorie jedes Licht hin und ist auch einfach montiert hier. So, dann habt ihr eine Original-Shimano-Schaltung drauf. Also alles bei euch ist von Markenherstellern. Da legt ihr unglaublichen Wert drauf, denn du kriegst diese China-Räder, so nenne ich sie jetzt mal, die man im Internet findet. Die sehen wirklich genauso aus. Die Schaltung sieht genauso aus. Dann ist es aber eine, ich nenne sie mal No-Name-Schaltung. Du kriegst wirklich die als Nachbau, die Shimano. Gibt es alles schon, ja. Aber tatsächlich für uns ausgeschlossen, sowas zu verbauen.
Bei uns steht da eben MyVelo drauf und dementsprechend ist die Qualität auch hoch. So, fangen wir an. Das Ganze ist zugelassen. Ihr habt kein verstecktes Service-Menü? Nein, haben wir nicht. Also wir haben auch dahingehend, wenn ich mir das online bestelle, bin ich damit autark unterwegs. So, insbesondere bei dem Modell noch mit den mechanischen Scheibenbremsen kann ich die auch problemlos von zu Hause aus mir einstellen. Bei den hydraulischen, also die neueste Generation Zürich wird auch die hydraulischen Scheibenbremsen haben, kommt dann im Frühjahr 2023 auch mit hydraulischen und da muss ich tatsächlich nicht mehr nachstellen. Ja, ganz ehrlich, da ist eine Rennelschraube dran. Ich sag mal, in dem Bereich spielt es wirklich überhaupt keine Rolle, ob du eine hydraulische, die hydraulischen ticken sensibler in der Ansprache. Also das kann man sagen, aber machen tun die beides Gleiche. Total das Gleiche. Also da von der Bremswirkung her gibt es bei diesem Fahrrad da keine Unterschiede. Ich fahre mit dem Fahrrad ja selten irgendwie den 10-Kilometer Trail runter, wo die richtig, richtig heiß wird. Und die Bremsleistung bei den mechanischen sind auch schon echt richtig gut. So, ihr habt nicht nur ein CE-Zeichen auf dem Motor drauf, alles hat CE, auch das Fahrrad hat ein CE. Denn viele sagen, ist doch hinten am Motor drauf. Nein, da steht es auch nochmal extra drauf. Ihr seid der Inverkehrbringer, da ist der Zettel, warte, ich filme mal von der anderen Seite, dass man ihn sieht. Und dieses Fahrrad entspricht zu 100% einer deutschen Zulassung. Das heißt, das ist erlaubt in Deutschland, man darf es fahren, obwohl es von alleine fährt. Das ist richtig cool. Also du kannst komplett ohne Treten anfahren, aber das ist erlaubt. Das ist erlaubt bis 6 km/h. Wir haben Daumengas installiert und das sehen wir hier, genau. Das Daumengas bis 6 km/h ist insbesondere dann eine super Erleichterung, wenn ich mich beim Anhalten bei der Ampel habe verschaltet oder gar nicht geschaltet und im größten Gang bin, dann drücke ich da einmal kurz drauf, bin schon in Schwung, so, komme gar nicht erst ins Kippeln und das bringt mir auch wahnsinnig viel Sicherheit, gerade wenn ich mich vielleicht gar nicht ganz so wohl auf einem Fahrrad bis dato noch fühle. Also macht Spaß. Also wenn man, ich sag mal, an der Ampel steht, ich drücke erstmal Daumengas, dann ist man schon mal angefahren und dann tritt man einfach ein bisschen mit. Und jetzt gibt es 2 Möglichkeiten, auch bei dem Fahrrad hier. Du musst nur so tun, als wenn du treten würdest. Du kannst also wählen, will ich mich sportlich bewegen? Dann kannst du die Gangunterstützung so wählen, dass du mittrittst und auch richtig Kraft reingibst. Aber du kannst auch nur so tun, als ob du eine Umdrehung produzierst, indem du einfach einen ganz kleinen Gang reinlegst und dann einfach nur so, ich sag mal, so ein bisschen tust. Und dann fährt das bis 25 km/h ganz alleine. Dann fährt es quasi von alleine. So, ich habe dann immer noch eine moderate Bewegung, aber wirklich ohne Druck auf dem Pedal und habe dann die volle Leistung trotzdem vom Motor. Das ist die Magie von dem Signalsensor, wie wir ihn hier verbauen. So, das ist zulässig. Anders wie die Mittelmotoren musst du beim Mittelmotor immer treten. Der hat einen Drehmomentsensor. Wenn du da nicht richtig trittst, dann passiert auch nichts, denn da wird nur die Leistung verstärkt. Hier ist es ganz anders. Genau, beim Mittelmotor klassischerweise habe ich eine Potenzierung von dem, was ich da reingebe. Kriege ich dann am Ende entsprechend der Leistungsstufe mehr raus. Und hier bin ich tatsächlich dann auch eben in unterschiedlichen Menüs unterwegs. Da habe ich Stufe 1, habe ich eine moderate Unterstützung und Stufe 5 habe ich schon richtig, richtig viel Leistung und muss im Verhältnis dafür wenig bis gar nichts mehr tun. So, ich habe richtig Power dahinter, denn die Leute, die hier Probe fahren, die kommen mit einem Riesengrinsen. Da kommt gerade, witzigerweise, die fahren jetzt gerade in Zürich, oder? Ja, das wird jetzt interessant, auf was da die Entscheidung dann schlussendlich sich fällt. Ja? Haben wir auch ganz oft, dass eben Pärchen da... So, der eine für Zürich, der andere Berlin? Genau, richtig, ja. So, was ist deine Empfehlung? Also ich finde das Zürich ziemlich scharf. Ich finde es Zürich auch einfach ein Stück weit nochmal minimalistischer. Klar, ich habe jetzt halt keine Bandscheibenbeschwerden, dann kann vielleicht das Berlin auch richtig, richtig Sinn machen mit der Parallelogrammfederstütze. Aber auch hier habe ich allein schon über den Reifen einfach auch einen Fahrkomfort. Kann ich die Parallelogrammsattelstütze nachrüsten, auch hier beim Zürich? Das geht nicht, nein. Geht nicht. Also das ist ja bei dem Akku. So, wir nehmen es mal bitte runter, dass wir mal ein paar Sachen erklären, denn das ist ja ein Faltrad. Und auch hier hast du viele Komfortmerkmale. Du hast den Griff in der Mitte, dass du von oben das Fahrrad sehr gut greifen kannst. Du kannst den Akku rausnehmen, dann wird es nochmal ein Stückchen leichter. Was wird der Sattel mit dem Akku ungefähr wiegen? Der hat 4 Kilo, 4,5 vielleicht mit einem Sattel sogar. Also wenn man das gerne lagern möchte, kann man nämlich auch dieses Fahrrad hier zum Beispiel in der Garage lagern, die nicht beheizt ist. Nehmt den Akku raus und lagert den im Keller. Das ist eure Empfehlung. Ja, jein. Also wenn ich mal wirklich den ganzen Winter über nicht fahre, kann ich das schon mal tun. Aber wenn ich regelmäßig im Einsatz bin, dann muss ich das Fahrrad nicht irgendwie permanent vor Kälte schützen. Geht ja bei den E-Autos auch nicht mehr. Stimmt, so ist es, ja. Bitte mal
wenn du mal gerade so lieb bist, es mal zusammenfaltest und mir mal beschreibst, so ganz langsam mal, was ist denn zu tun? Was muss ich denn machen? Also im Endeffekt sind es wirklich nur 2-3 Handgriffe. Als allererstes mache ich immer den Lenker runter. Danach den doppelt gesicherten Verschluss für die gesamte Lenkstange. Okay, das heißt, der kann nicht einfach aufgehen, oder? Der kann nicht einfach aufgehen, nee. Ist alles doppelt gesichert an dem Fahrrad. Einmal eng ranklappen, dann stehe ich jetzt hier auch wirklich auf der richtigen Seite. Lass dann schon den Sattel runter, der auch als Standfuß dann hinterher dient. Mhm. Dann die Pedale lassen sich auch ganz einfach einklappen. So, die sind jetzt nicht mehr... Jetzt habe ich eine ganz schmale Silhouette. Das heißt, ich kriege also auch 2-3 Fahrräder ultra gut nebeneinander, weil die nicht mehr aufbauen. Der Lenker ist quasi weggeschwenkt. Genau. Die Pedale sind da. Und jetzt habt ihr dazu noch eine Tasche, die können wir gleich mal zeigen. Und was ist jetzt zu tun? Jetzt muss ich eigentlich nur noch das Rad in der Mitte zusammenfalten. Auch ganz erwähnenswert, die zwei richtig starken Magneten, wo dann das Fahrrad zusammenhalten. Also ich zeig das mal. Da hinten ist ein Magnet. Ist es mal zusammengefaltet, dann bleibt das auch zusammen. Und das haben die wenigsten. Also das sind so Kleinigkeiten, oder? Das sind dann wirklich Kleinigkeiten, die aber am Ende, gerade wenn ich es täglich mitnehme im Zug beim Pendeln, auch einen riesen Unterschied dann auch ausmachen. Ich zeig's dir mal ganz kurz. Ganz gern, dass der Magnet wirklich stark hier ist an der Stelle. Genau, wenn du es mal gerade oben drauf stellst, bitte, sei mal so lieb. Das wir es mal zeigen. Und da sieht man auch den Standfuß. Das darf so sein mit dem Standfuß. Das darf so sein, ja, genau. Da ist auch dann der Stecker. Also ich kann dann entsprechend hier wunderbar den Akku bzw. die ganze Sattelstütze vom Fahrrad lösen. Der wird übrigens hier auch abgeschlossen. So, ist Diebstahl gesichert, wenn ich dann mal am Bahnhof stehe oder. Achso, da kann mir keiner die Batterie klauen. Richtig, genau, das ist wichtig. So, das ist nämlich ganz wichtig. Ihr könnt aber auch nochmal als zusätzliche Diebstahlsicherung das Ding abnehmen, könnt es rausnehmen, könnt den Akku mitnehmen. Also das ist auch nochmal, ohne Akku klaut das auch schon keiner mehr. Also das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Also speziell bei E-Bikes, nehmt auch bitte die Akkus einfach raus, dann haben die schon keinen Bock mehr, weil die Akkus kaufen die nicht mehr nach. Ja, dann lässt sich schlecht verwerten für die, genau, richtig. Nichtsdestotrotz empfehlen wir immer noch ein gutes Schloss mit dazu zu packen. Insbesondere hier die Abus-Faltschlösser, die lassen sich ganz einfach am Lenker montieren. Ich habe mal ein Video gedreht mit einer Lidl Flex. Denk mal, wie lange haben wir gebraucht mit einem halbleeren Akku und einem komplett verschlissenen Flexblatt? Ihr habt es nicht geschafft. 22 Sekunden. Bordeaux. Mhm, okay. So, sogar das Bordeaux in der höchsten Version. Also es gibt etwas, da kannst du nicht, das Video ist online, kannst du gucken, ja, unter an der Fahrradhändler. Aber es gibt eine Grundregel. Mit der Flex kriegst du alles durch. Das ist nur eine Frage der Zeit. Das stimmt sowieso, klar. Wenn gegen professionelle Diebe schützt man sich halt tatsächlich nur bedingt. Aber ich darf ich sagen, ich habe nur Bordeaux im Einsatz. Ich habe nur Abus Bordeaux und zwar nur die Version mit Zahlenschloss. Weißt du warum? Weil du die Schlüssel immer vergisst. Nee, es gab mal eine Version, da hatten die Nachschlüssel in Berlin und für die ganz normalen. Und das habe ich dann mitbekommen. Und das Zahlenschloss, das ist immer der gleiche Code. Und da haben wir die dann dazu gemacht. Habt ihr die auch mit Zahlenschloss bei euch? Haben wir schon auch da, wenngleich wir für uns tatsächlich da eher zum Schlüssel tendieren. So, dann ich glaube, die neuen, die kriegst du nicht mehr auf. Das war vor 5 Jahren oder so. Dann sind die alle rumgelaufen mit dem Nachschlüssel. Das war so ein Ding, das konntest du reinstecken. Dann gingen die irgendwie auf, weil die rüsten sich auch auf. Aber habt ihr viel Diebstahl bei euren Rädern, wenn die abgeschlossen sind? Tatsächlicherweise hören wir da relativ wenig dann davon. Was auch ein gutes System ist, man kann diesen Apple AirTag mit dazu ranpacken. So, und dann habe ich eben den Vorteil von der Apple Community, dass immer dann, wenn ein iPhone irgendwo in der Nähe ist, das Fahrrad auch ein Signal gibt und dann kann ich es auch wunderbar orten. So, und dann finde ich es dann in Portugal. Dann habe ich auch in Portugal. In Portugal gibt es auch iPhones, schätze ich. Und dann habe ich halt den riesen Vorteil, dass ich keine SIM-Kartengebühren habe für so ein System. So, das ist ein kleiner AirTag, kann ich einfach dran machen und kann es sichern. Aber wir wollen ja mal nicht vom Schlimmsten ausgehen. So, du darfst mal fahren, baust mal schnell zusammen, dass man sieht, wie schnell es geht. Es ist sehr kompakt, oder? Mega kompakt. Es passt wirklich überall rein. Schneller wie du mit deiner Flex durch das Schloss. Ja, guckt euch das Video an. Wir haben auch extra eine ganz billige Akkuflex genommen.
Und ein halbleeren Akku und ein verschlissenes, also gegen eine Flex, also passt auf. Mein Tipp ist übrigens, nehmt euch zwei Schlösser und zwei verschiedene Schlösser. Es kann auch gern ein Kabelschloss sein und ein Bordeaux. Mit dem Kabelschloss könnt ihr vorne auch einen Helm festmachen und so. Da haben die auch schon keinen Bock mehr, weil zwei verschiedene, es geht alles um Zeit. Das muss schnell gehen. Richtig, ein Dieb ist ja grundsätzlich immer in Zeitnot so. Und wenn ich ihm dann das Leben schwer mache, dann hat er meistens auch keine Motivation, dann nimmt er halt das nächstbeste Opfer. So, du bist ein Meter, wie groß bist du? Ah, so 1,80. 1,80 und hier die empfohlene Körpergröße bei dir, wo geht's los unten? Bei 1,60 kann man das Zürich gut fahren. So, 1,60 bis 1,90 wird gehen, oder? Beim Zürich sowieso. Da 1,60 auch nur deshalb, weil eben die Sattelstütze lang ist und die ja dann unten rausschaut. Und dann wird es tatsächlich, wenn ich kleiner bin wie 1,60, aktuell etwas eng. Da wird man dann noch eine kürzere Sattelstütze mit anbieten. Aber eben nach oben raus haben wir so eine lange Sattelstütze, dass ich da ich kann auch mit 2 Metern auf dem Zürich fahren. So, das Thema, du hast ja einigermaßen ballonige Reifen, das heißt, hier hast du viel Fahrkomfort. Luftdruck, was würdest du empfehlen bei dem? Also es hängt natürlich vom Körpergewicht ab, aber... Ja, 3,5 bis 4 bar haben wir. 3,5 bis 4 bar. Okay, ja, da sind wir. Zeig nochmal gerade das Daumengas bitte, dass wir das mal kurz sehen, denn wenn du mal kurz zu mir kommst bitte, Vincent, sei mal so lieb. So, Vincent, ist kalt hier. Wir haben 3 Grad plus, aber Vincent ist ja hart im Nehmen. Eine Beleuchtung habe ich jetzt hier unten und habe zusätzlich noch mal oben einen Reflektor. Das habt ihr noch mal angebaut als Sicherheitselement, weil er da oben natürlich noch mal besser wirkt, oder? Ja, oder wenn ich dann tatsächlich mal irgendwo an der Straße stehe und habe dann Frontallicht, dann bin ich doppelt gesichert. So, was ist zu tun? Jetzt willst du anfahren, jetzt mach mal beide Füße sind jetzt einfach unten. Und wenn du mal gerade das Fahrrad drehst um 180 Grad, mal berghoch, weil hier würde es ja von alleine schon losfahren. So, jetzt ist ein bisschen berghoch, wir haben so 1-2% Steigung und du hast beide Füße auf dem Boden. Du drückst dich jetzt mal nicht ab, sondern bewegst einfach nur den Hebel, bitte. Mach mal. Und es fährt von ganz alleine. Und das sind die 6 km/h und jetzt kann ich anfangen, entweder so zu tun, als würde ich treten, indem ich einen ganz kleinen Gang nehme, oder ich trete einfach richtig mit. Und das empfiehlt sich auch, wenn ich einen extrem steilen Berg habe, muss ich auch ein bisschen mittreten, oder? Ja, ein bisschen was kann man ja immer tun, das ist ja immer noch ein Fahrrad. Und aber ich muss nicht? Du musst nicht. Auf Stufe 5 kann ich eben, wie es jetzt hat, macht der Vince, im Grunde auch einfach die Pedale so ein bisschen bewegen und dann habe ich eben den Signalsensor, wo dann das Signal bekommt und dann der Motor halt zur vollen Unterstützung dann auch die Power bringt. So, wenn ich das Fahrrad haben möchte, wir sind in Oberkirch, Postleitzahl? 77704. 77704. Kann ich vorbeikommen, kann alle testen, ausprobieren, machen ganz viele Camper, machen hier ein bisschen Pause, probieren die aus, fahren die Probe. Hier kann man alle Probe fahren. Man wird allerdings eingeschlossen bis zur Unterschrift. Ist es nicht so. Aber am besten vorher anrufen, ob ihr auch welche habt. Also lieferbar direkt. Ja, meistens schon, aber es gibt spezielle Modelle, die kommen jetzt erst. Man kann die vorbestellen. Wie ist denn der Preis von Zürich? Liegt jetzt bei 1.999 im Vorverkauf. So, kommt wann? Wann wird es dann geliefert, wenn es vorverkauft ist? Man muss immer auf der Webseite schauen. Es ändert sich tatsächlich regelmäßig. Aktuell haben wir noch ein paar da. Es wird jetzt halt, ab April wahrscheinlich wieder weniger sein. Und dann habe ich aber tatsächlich auch immer die Möglichkeit, wenn ich noch ein bisschen drauf warten muss, mir den Vorverkaufspreis zu sichern. Und dann spare ich mir noch mal ein paar Euro. So, myvelo.de, ihr seid professioneller Rennfahrer gewesen, wirklich. Also ihr wart, in welchem Team wart ihr damals? Team Rothaus. Genau. Okay. Da Team Rothaus, das Bier. Genau, richtig, ja. Die hatten da seinerzeit ein Fahrerteam und da sind wir Rad-Bundesliga gefahren. Also der Vince und ich kennen uns schon seit über 20 Jahren, sind früher 10 Jahre zusammen Radrennen gefahren und da rührt auch die Liebe zum Fahrradfahren, deshalb auch eben die Gründung von myvelo. Warte, ich zeig's mal. Wann habt ihr das gegründet, myvelo? Wir haben es 2018 gegründet. 2018, also jetzt auch mittlerweile schon 5 Jahre, überlegen mal. Ja. Es ist, und gab's schon mal ein bisschen Streit unter euch, wo ihr gesagt habt, oh, ich will aber lieber blau haben als Farbe? Wahrscheinlich weniger wie in allen Ehen so, tatsächlicherweise. Wir sind uns da ganz, ganz oft gleicher Meinung und das schürt dann schon auch einfach zusammen so.
Das ist ein Erfolgsgeheimnis. Ja. So, also gute Qualität, gute Komponenten, Zulassung, Service mit dabei, all das zählt und man kann das Ganze auch noch leasen, also könnt ihr euch mal informieren. Es gibt unglaublich viele Leasingfirmen, da kann ich mir vom Bruttogehalt einfach abziehen lassen. Muss es noch nicht mal mitbringen, man kann es entweder bar zahlen, man kann es bei euch über Jobleasing machen, Jobradleasing oder über ganz viele andere Firmen. Vielleicht hat euer Arbeitgeber ja schon einen Rahmenvertrag, ihr könnt das ja mal checken und dann kann man das vorbereiten, man kann es ja abholen, ihr könnt es auch versenden, oder? Verschicken, die meisten verschicken wir, also man muss nicht unbedingt hierher kommen. So. Man kann aber. Man kann unbedingt auch gerne. Wir scheuen uns da auch nie vor persönlichem Kontakt, ganz im Gegenteil. Meistens gibt es da noch ein Espresso bei uns hier im Store und dann freuen wir uns regelmäßig auf Besuch. Ja, wenn die Kaffeemaschine denn nicht gerade kaputt ist wie heute. Ich glaube, die war noch nie kaputt und ich komme und dann ist der Kompressor kaputt. Ja, wir haben gewusst, dass du gerne Kaffee trinkst. Irgendwie hat uns die Pumpe da im Stich gelassen heute früh. So, alle Bauteile übrigens nochmal, kleiner Hinweis, original Barfang. Das heißt also jetzt nicht die Steuereinheit irgendwo zugekauft, sondern alles zugelassen und alles original. myvelo.de, heute ist der 11. März 2023. Wir sind in Oberkirch in, was ist das hier? In Baden, genau. Südbaden. Südbaden liegt übrigens auch nur 10 Kilometer von der A5, also im Grunde direkt in der Mitte zwischen Karlsruhe und Freiburg und hat auch einen wunderschönen Campingstellplatz. So, außerdem läufig 5 Minuten von hier. Ja, liegt es in dem wärmsten Gebiet Europas. Das heißt, man glaubt es kaum, die Durchschnittstemperatur hier ist am allerwärmsten, nicht in Nizza oder in Cannes, sondern tatsächlich in Südbaden. Das ist aufs ganze Jahr gerechnet. Das ganze Jahr. Also gerade Iringen war auf jeden Fall regelmäßig schon mal wärmster Ort Deutschlands. Das ist ja auch gar nicht weit von hier. Und dementsprechend sind wir halt hier auch wirklich in der Rheinebene noch, also gerade mal auf 140 Meter über Meer, kann aber innerhalb von 15 Kilometer auch bis auf 1200 Meter hochfahren, auf die Hornisgrinde hoch. Hornisgrinde, Sendemast, kenne genau, ich noch. Richtig, ja. Genau, ja. Vielen Dank fürs Einschalten, myvelo.de, das Zürich, Modelljahr 2023. Ich bin gespannt, was ihr noch alles erfindet. Tschüss.